Kann ich irgendwie behilflich sein? Kannst du mich nach Hause fliegen? Ich glaube nicht. Diese Flügel sind nämlich gar nicht echt, wissen Sie? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Tut mir leid. Ich mache mich dann mal wieder auf den Weg. Okay. Ich hoffe, Halluzinationen frieren nicht. Du hast gar keine Jacke an. Nein, nein. Ich stehe unter dem Schutz der Nachtfalter. Ah, na klar. Das hätte ich mir ja denken können. Guck mal, die Antenne mal an. Okay, die Antenne ist also eingefroren. Und hier geht's zurück. Ich werde die Arktis erforschen, den Polwal finden und alles. Okay, dann gucken wir doch mal, dass wir vielleicht mal die Lichterkerze da rumlegen können. Jetzt sieht es fast aus wie ein Weihnachtsbaum. Ich hab's ja gewusst. Du bist mein schlechtes Gewissen, oder? Ich sehe ja ein, dass es ein Fehler war, über die Feiertage zu arbeiten. Diese verfluchten alten Ziegenböcke von der Universität sind schuld. Okay, wenn du das sagst. So. Und jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Jetzt stecken wir das mal hier irgendwo rein. Defektes Funkgerät, Antenne. Da passt der nicht. Okay. Da passt der nicht. Okay. Da passt der nicht. Okay. Was können wir noch auswählen? Komm schon, funktioniere. Da passt der nicht. Nicht sehr viel. Also brauchen wir jetzt irgendwie eine Steckdose. Moment. Die Plane haben wir weggenommen. Wir brauchen irgendwas. Irgendwas, womit wir Strom erzeugen können. Jedoch weiß ich noch nicht so richtig was. Ach, verdammt! Gucken wir uns nochmal eben die Überreste an. Okay, vielleicht sind sie ja... Oh, Moment. Was wollte er gerade sagen? Ein Ort ohne jede Hoffnung? So etwas gibt es nicht. Ja, das sind echt die besten Tipps der Welt. Also, ernsthaft. Da flüstert wohl nichts. Okay, da flüstert nix. Ja, dann. Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Ich werde die Arktis erforschen, den Polwal finden. Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. So, dass ich bis zum Fest wieder daheim bin. Keine Sorge. Höre ich mich eigentlich manchmal selbst reden? So, wohin können wir den Stecker denn jetzt packen? Hinzuhauen, was? Ach so, noch eine Plane, okay. Akkublock. Ja, dann hauen wir da doch mal den Stecker rein. Das ergibt doch Sinn. Jetzt? Zack. Der Stecker steckt. So weit, so gut. Also da steht, dass die Stromversorgung unter extremen Witterungsbedingungen nicht gewährleistet werden kann. Das heißt bestimmt, dass es nicht funktioniert, wenn es zu kalt ist. So weit war ich auch schon. Okay, und wie kriegen wir da jetzt Wärme ran? Irgendwie hiermit? Eher nicht, oder? Kann man den Akku täuschen? Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Nee, leider nicht. Höre ich mich eigentlich mal... Auf der Kiste steht Projekt Polwal. Streng geheimes Forschungsmaterial. In meinen Forschungsarbeiten klang eine fast ausgestorbene Spezies mit Licht an. Und ja, das hatten wir schon. So, wie kriegen wir den denn jetzt warm? Können wir uns da draufsetzen? Also nee, scheinbar nicht. Gruselig. Das Wasser sieht aus als... als ob Eiswürfel und so, ne? Oh, Moment, jetzt habe ich eine Idee. Jaha, Moment, jetzt lassen wir dann nochmal kurz den Blitz einschlagen. Wie lange die... Das wird's bringen. Nicht den Ratersuch, sondern den Felsflüsterer hier. So. Ich glaube ja nicht, dass du ein Gott bist. Ah, ah. Das skippe ich mal eben ein bisschen durch. Was? Das soll nicht unhöflich klingen, okay. Aber sicher, dass du nicht nur eine Statue bist? Pam, yeah. Oh, die Lichter am Weihnachtsbaum leuchten. Der Blitz muss den Akku wieder aufgeladen haben. So, ist mir egal, was du weißt erzählst. Du, ich danke dir. Oh, huch. Ja, jetzt bin ich gerade so voreilig. Hallo,
Marie, du meine Güte. Es tut mir so leid, dass ich nicht da sein kann. Ich... Ich habe versprochen. Sie weist dem Herzen den Weg nach Haus. Du weißt immer, wie man mich aufmuntern kann. Wow, das ist ziemlich beeindruckend und sieht ziemlich cool aus. Ich habe gerade echt Gänsehaut hier. Wir schauen uns den mal genauer an. Das Lied. Er wird das Portal für mich öffnen. Er sagt, ich habe bereits alles gelernt, was es hier zu lernen gibt. Ja, ich glaube, ich weiß, wie der nächste Zauberspruch funktioniert. Jawohl, und somit haben wir den nächsten Zauberspruch. Juhu! Ich habe einen neuen Zauber gelernt und wie das funktioniert, wissen wir. Licht in der Dunkelheit. Und wir haben ein neues Archiv mit freigeschaltet, und zwar Kalenderwechsel. Wie es aussieht. Oder lernen alle Zauber, ist es wohl eher. Okay. Coole Sache. Er wird das Portal für mich öffnen. Er sagt, ich habe... So, also können wir jetzt auch noch Hoffnungsschimmer wirken. Nichts. Und können somit den Leuten auch wieder Hoffnung machen. Und da geht das Portal auf und wir springen doch direkt durch. Und ich bin jetzt gespannt, wie die andere Welt aussieht. Das war der vierte Zauber. Ich frage mich, ob ich jetzt bald nach Hause kann. Ich bin echt gespannt, wie jetzt Mauswald ausschaut. Na, wir werden es sehen. Du kehrtest aus der Kälte zurück. Gegen sie benötigst du Mondscheins Schutz nicht mehr. Doch sie kann dich nicht vor diesem Flügellosen schützen. Aber das ist doch der Marquis de Hotton. Marquis de Hotton. Marquis de Hotton. In der Welt, aus der wir stammen, hat er einen anderen Namen. Der Kalte. Er war bereit, uns erfrieren zu lassen. Meine Damen, das muss ein Missverständnis sein. Ein lächerliches Missverständnis, für das wir in der Tat gar keine Zeit haben. Wir ziehen fort und du wirst uns nicht aufhalten. Nur zu. Gleite du voran, Hespera. Jerry, du bist ein Falter. Auch wenn man deine Flügel... Du hast dafür gesorgt, dass wir genug Nahrung haben, um unsere Hohepriesterin in einem sicheren Ort aufzuziehen. Sieh mir in die Augen. Er wird dein Vertrauen missbrauchen. Ein Abgrund wird sich auftun mit dem ersten Versprechen, dass der Kalte bricht. Der Kalte? Ihr kennt mich doch gar nicht. Jerry, diese Motten kennen mich nicht. Warum haben die Nachtfalter gesagt, dass ich ihnen nicht trauen darf? Das war Unsinn.
Beleidigender Unsinn. Jerry, vertrau mir. Wir haben wirklich keine Zeit. Du hast deine 4 Zauber gelernt. Nunmehr steht dir deine größte Prüfung bevor. Noch eine Prüfung? Jerry, ich verstehe selbst noch nicht alles, doch eine große Gefahr braut sich zusammen. Ja, ich weiß jetzt, woher die Krähen kommen. Wir können Mauswald helfen. Mauswald? Hier geht es um mehr. Um viel mehr. Ich will nach Hause. Nur mal kurz. Was? Ich will nach Hause. Jerry, du kannst jetzt nicht nach Hause. Aber sie haben gesagt, dass ich bald wieder nach Hause kann. Wenn wir unsere Zeit weiter verschwenden, dann... Nein. Nein, das war der letzte Nagel. Ich... Oh nein! Du musst den Bann brechen. Du allein kannst ihn aufhalten. Zauberlehrling. Oh nein! Er hat mich allein gelassen. Ich will nach Hause. Wow, was ist denn jetzt passiert? Ich bin wieder groß. Ich bin wieder zu Hause. Das muss dieses Blatt gewesen sein, das der Marquis zurückgelassen hat. Zum Glück. Oh Mann! Aber... Aber was ist denn hier passiert? Boah, was ist denn jetzt auf einmal los, ey? Der Marquis ist einfach weg. Also scheint irgendwie vernichtet angeschlagen worden zu sein. Ich weiß es nicht. Wie seltsam. Sieht fast aus, als ob sein Gesicht darauf zu sehen ist. Okay. Cool. Meine Hagebutten sind endlich getrocknet. Jetzt habe ich Juckpulver. Aha. So, dann schauen wir uns hier mal um. Ich muss jetzt gerade erstmal versuchen, klarzukommen. Wer wirft denn alte Kühlschränke in unseren Wald? Und wo ist die schlafende Kröte? Im Strom der Zeit verloren gegangen? Man weiß es nicht so richtig. Aber hier ist es echt pervers gerade. Wer wirft denn alte Kühlschränke in unseren Wald? Und wo... Okay, das hatten wir schon. Was steht hier noch? Pilzkreis? Wir gehen mal weiter. Was ist denn hier passiert? Ich bekomme Magenschmerzen.